Alamagulis. Willkommen zurück. Hey, genau auf 2 Minuten. Holy shit, bin ich gut. Ich habe gar nicht so auf die Uhr geguckt. Ich dachte, ja, ich bin hier angekommen. Achso, wir spielen wieder Subnautica. Haha. Ich bin angekommen am Landeplatz der Sunbeam und ich dachte, die letzten 2 Minuten, die wir noch auf diesem Planeten verbringen, die machen wir sonst mal gemütlich, schütten uns einen schönen Drink ein. In diesem Fall Wasser. Egal. Ich habe mich schon schweren Herzens von meiner Basis verabschiedet. Ich werde euch vermissen, Parson. Raptor habe ich mitgebracht. Und irgendwo ist hier ein Reaper. Aber das kann uns jetzt scheißegal sein. Wir warten nur noch auf unsere Abholung. Und dann beurteilen wir wie immer das Spiel. Wisst ihr, was geil wäre? Wenn wir das ganze Wasser hier irgendwie mit so einem, weiß ich nicht, so einem Orbitallaser oder so, wenn wir das verdampfen lassen könnten und überall nur den Planeten wieder hätten. Ich weiß gar nicht, was das Altera-Schiff, das war ja ein Terraformer, ne? Steht das hier irgendwo? Ah, wir haben eine E-Mail! Jetzt kann ich nicht mehr zurück, es dauert zu lange. Irgendwo steht doch was über Altera. Ah ja. Aurora. Also auf jeden Fall, die sollten ja dieses Tor aufbauen. Oh. Was ist das für ein... Warum bewegt sich... Oh nein. Fuck off! Soll mir das irgendwas sagen? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. Wo seid ihr? Broken atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? Oh nein, 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 nein. Moment, das war ein Vogel. Hold on. No turning back now. Da. Positions everyone. Touching down in 10, 9, 8. Nein. Change course. Nicht, nein, du willst nicht. Da war kein Schiff. Ach, fucked off. Vielleicht hat sie daneben geschossen? Als Warnschuss nur? Das landet noch was? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing. Gosh! Fuck! Fick dich, du! Du Scheiß! What do you mean you can't identify? Ich kann dich auch nicht deaktivieren. Ich würde dich ja sprengen, aber ich habe hier kein C4. Gosh, wäre das jetzt 7 Days, ne? Ich würde dich sowas von planieren. Sowas von. Boom! Gosh, wieso habt ihr die abgeschossen? Die waren noch gar nicht infiziert. Aber ich. Ernsthaft? Heißt das, ich habe umsonst mich von meiner Basis verabschiedet? Ach, fuck off, okay. Alles klar. Unser Rettungsschiff. Das einzige Rettungsschiff, wohlgemerkt. Wurde abgeschossen. Super. Die Plattform freut sich einen Arsch ab. Und ich bin fassungslos. Was zum... Weg. Gosh, bin ich... fuck off. Das war nicht nett. Nope. Das war nicht nett. Nun ja. Ein guter Satz. Ich sehe meine Basis wieder. Irgendwo hier habe ich was gehört. Aber ich sehe ihn nicht. Nur wenn er so laut ist, muss er eigentlich schon irgendwo hier sein. Ich bin nicht traurig darüber, dass er hier nicht ist.
Gosh! Okay, dann müssen wir eine zweite Möglichkeit finden, von diesem Planeten runterzukommen. Ich hatte gerade drüber nachgedacht, wir haben ja noch die Rakete, die wir bauen können. Allerdings schießt uns das Ding dann auch vom Himmel, würde ich vermuten. Genau wie die Aurora, genau wie die Sunbeam. Unsere wohlgemerkt immer noch einzige beschissene Möglichkeit, von diesem Fuck-Planeten zu kommen. Das war so ein winziges Schiff, warum konnten die nicht ausweichen von so einer fetten Kanone? Welcher Vollidiot hat vergessen, das vorher zu scannen? Gosh! Ich hasse diese Aliens. Na, egal. Weiter geht's. Ich bin gar nicht so schockiert, wie ich gerade denke. Trotzdem, darauf Prost. Ah, guter Schluck Wasser. Das hilft. Der Mund ist ganz trocken. Vom Wasser wird der Mund trocken. Trinke ich Salzwasser? Ah. Oh, ganz fies. Gerade Kinder machen das ja gerne, wenn ihr an der Nordsee seid und schwimmen seid oder so. Dass Kinder einfach mal zu viel Salzwasser trinken. Ganz miese Geschichte. Habe ich oft in meinen Jahren als Sanitäter gesehen. Naja. Einfach nur ein Tipp an die Eltern. Nehmt immer was zu trinken mit. Danach so 1,5 Liter Wasser am Tag. Ist schon okay. Da kriegt man dann wieder das Kind flott und hydriert. Ah, fuck off. Oh. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. So. Dann müssen wir uns jetzt anders vorbereiten. Okay. Oh, wir hatten eine E-Mail, oder? Ja. Und ich hatte extra alles eingepackt für die Reise. Snacks. Trinken. Langeweile. Guck mal, das können wir sein. Awesome, oder? Ich habe übrigens jetzt einen Bohrarm dran gemacht. Und ich habe ein neues Ei gefunden. Wo ist es? Da. Kann man schon sehen, was es wird? Na, lass mich durch. Also irgendwas wabbelt und schwabbelt da drinnen. Bin mal gespannt, was es wird. Und ich habe mir gedacht, wir machen noch ein zweites Becken. Man kann die übrigens beliebig oft übereinander stapeln. Es wird einfach nur höher. Also es hat jetzt keine besonderen Vorteile. Es wird höher und damit wahrscheinlich mehr Platz. Mehr Platz. Auf jeden Fall wäre mal eine Idee, wir machen ein zweites. Eins nutzen wir zur Aufzucht von Reginals. Die sind super für den Bioreaktor, wenn wir was brauchen. Oder wir packen da jetzt einfach alle Fische rein, die wir wollen. Da brauchen wir kein zweites. Das können wir auch machen. Wir packen da jetzt alle Fische rein. Und gucken mal, was aus den Eiern rausschlüpft. Vielleicht kriegen wir unseren eigenen Baby Reaper. Oh, das wäre so süß. Ah, okay. Genug der Träumerei. Ich hasse diese Aliens. Was machen wir jetzt als nächstes? Wenn wir schon hier nicht hier wegkommen, können wir die Zeit auch nützlich verbringen. Könnten den Kernreaktor mal suchen. Ich will mit dem Prawn Suit eigentlich ein bisschen arbeiten. Haben wir genug Magnetit? Das müssen wir gleich mal nachgucken. Wenn nicht, bauen wir mal eben was ab. Wir brauchen noch. Das Krebs hat kein Tiefenmodul 1. Das Krebs? Der Krebs? Ich meine, es ist der Prawn Suit. Also wird es auch der Krebs sein, oder? Aber es ist ein Objekt. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen auf jeden Fall uns eine dritte Basis definitiv irgendwann erobern. Wir brauchen nämlich Nickelerze. Das gibt's definitiv nicht hier oben. Das gibt's nur da unten. Tiefer und tiefer und tiefer. Die habe ich gesucht. Titanbarren, Computerchip und Blei. Easy. Hab nur schon wieder vergessen, was wir für einen PC-Chip brauchen. Tischkoralle, Gold und Kupfer. Nein! Kupfer! Oh, fuck. Gibt's hier wirklich keinen Sandstein mehr? Ich meine, wir haben doch eben auch welchen gefunden, oder? Ach ja, E-Mail. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. Alter, könnt ihr euch mal entscheiden? Es geht hier um eine Rettungsmission und ihr entscheidet, was ihr essen wollt?
Gott, seid ihr beschissen! Okay, naja. Hier nochmal, wenn ihr es mitlesen wollt, ne? Es ist halt typisch. Man soll gerettet werden, aber es ist wichtiger. Was wollt ihr essen? Hochsicherheitskonsole im Quartier des Captains. Dann hatte ich das im Vorspiel. Dann hattet ihr das vorher gesehen. Naja, wir haben das jetzt schon erledigt. 2679. Jupp, das hatten wir ja schon. Egal. Was brauchen wir jetzt am dringendsten? Kupfer, ne? Oh, mal gucken, ob es hier Kupfer an sich gibt. Also ich meine Kupfer ohne. Oh. Lass mich raten, da habe ich nur aus Versehen mal ein Kupfererz fallen lassen. Ich wollte sagen Kupfer ohne Sandstein. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Es gibt zwei Arten von Adern. Ja, es gibt einmal die kleinen, zum Beispiel Sandstein. Oder sagen wir auch Magnetit. Ja, es gibt zum Beispiel den kleinen Magnetit, den wir einfach sammeln können. Und es gibt große Vorräte. Die müssen wir dann hiermit wegbohren. Voll geil, ne? Ja. Mit dem Ding können wir uns übrigens sogar wehren. Ja. Und wenn wir jetzt hier noch einen Grappling-Hook machen, also so ein Enterhaken-artiges Ding, damit kann man sich an Oberflächen festklammern. Wenn wir das noch da dran basteln, dann würde ich sagen, schießen mit diesem Grappling-Hook genau in das Gesicht von so einem Reaper-Spasten, kleben uns quasi an seinem Maul fest und bohren ihm die Scheiße aus dem Hirn. Das wäre so meine Idee. Aber ich will das jetzt noch nicht riskieren. Unten seht ihr, wir haben noch 4 Slots frei. Die sollten wir nutzen. Sollten auf jeden Fall das Ding noch verstärken. Ich denke, die Rumpfpanzerung ist das Mindeste, was wir haben sollten. Ich habe was fallen lassen, richtig? Ja. Das dachte ich mir. Ach, scheiße. Ich hatte die Hoffnung, wir kriegen hier große Kupferadern. Oh, 2 Kupfer. Gut, die Alternative wäre, wir gehen zur anderen Basis. Wo auch immer die ist, da. Und da gibt es Kupferadern. Da wollte ich den Prawn Suit eigentlich eh hinbringen. Allerdings wollte ich das gerne mit der Tide machen. Aber dafür brauchen wir ja noch Zeug. Was brauchen wir überhaupt dafür? Ich vergesse das immer wieder, weil solche Dinge merke ich mir einfach nicht. Will ich auch eigentlich gar nicht mehr merken. Okay, wir brauchen Plaststahl, emailliertes Glas, Schmierstoff, Kabelsatz und Blei. Kabelsatz, wie gesagt, könnte ein bisschen schwieriger werden, da wir kein Silber mehr haben. Aber warte mal. Silber. Wir haben kein Silber mehr. Holy fucking... wir brauchen die Sprungerweiterung. Also Silber gibt es unten in den Magnetitminen. Möglichkeit 1 wäre also, wir gehen runter zur Magnetitmine, suchen uns Silber, kommen wieder hoch, bauen die Titan. Okay, den Zyklop, was auch immer, Dreck, wie der hier heißt. Ich nenne sie Titan. Und dann sind wir glücklich. Das wäre eine Möglichkeit. Möglichkeit 2, wir suchen Silber auf dem anderen Wege. Schicken den Scan auf, was ist das? Sandstein? Ich glaube, es ist Sandstein, ne? Steig mal schnell aus. Danke. Wo gab es hier nochmal die Geologie? Sandstein, Blei, Silber und Gold. Genau. Wir können also selber suchen. Oder wir gehen halt runter. Da ich aber sowieso nochmal was bohren wollte, einfach weil es Spaß macht, mit dem Ding zu sammeln. Tja, wäre mein Vorschlag, in die Höhle des Löwen zu springen. Wortwörtlich. Den Scanner schalten wir dann aber vorher mal voll auf Silber ein. Neue Post? Nein. Silber. Silbererz. Ja, bitte. Okay, Knochenhai-Ei entdeckt. Wieso komme ich... Hä? Wieso sieht der hier ein Knochenhai-Ei? Ja, ist ja auch egal. Magnetit, da haben wir es. Man schreibt das wirklich so. Das sieht so falsch aus, ne? Egal. Wir haben nicht mehr so viel Magnetit. Das können wir also direkt mitnehmen. Yay, wir haben wieder viel Kupfer. Ha, ha. Nee.
Gut, Titan. Zerlegen wir das eine mal eben. Dann brauchen wir nicht doppelt den Schrank öffnen. Ist ja dann doch irgendwie mal so ein bisschen nervig. Aber das wird cool. Das wird cool. Wir brauchen viel Titan. Wir brauchen 30 Titan. Nope, das haben wir definitiv nicht. Das heißt, unser nächstes Ziel wird die Titan sein, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich vergesse sie immer. Also, die 30 Titan wusste ich noch. Kabelsatz Blei wusste ich auch noch. Schmierstoff wusste ich nicht mehr. Emailliertes Glas. Dreimal emailliertes Glas. Ja, das reicht auf jeden Fall noch. Pirscherzähne haben wir auch noch genug. Perfekt, also emailliertes Glas kriegen wir hin. Oh, da wollte ich nicht dran. Schmierstoff haben wir auch noch, perfekt. Blei haben wir auch noch, zumindest genügend dafür. Drei Blei. Das haben wir locker noch. Das, das und das haben wir. Also Kabelsatz und Plaststahl. Plaststahl wird nicht so schwer, es sei denn, wir haben kein Lithium mehr. Ah, das wird eng. Braucht man ein oder zwei? Weil wir zwei brauchen, haben wir ein Problem. Ah, wir brauchen zwei. Zwei, vier, fünf. Das ist schlecht. Aber Lithium gibt es auch da unten. Wieso ist der immer noch falsch? Ist doch ein Anzug. Anzüge machen wir doch. Also, Fahrzeuge machen wir doch gelb. So. Wieso wird der mehr. Der. Jetzt auch nicht mehr. Egal. Ja, Rumpfpanzerung. Lithium, Titan, Diamant. Finden wir da unten. Machen wir damit. Was können wir noch upgraden? Den will ich später machen. Den will ich später machen. Und das müssen wir auf jeden Fall machen. Wie tief können wir eigentlich? Wir können 900 Meter tief. Das ist doch schon mal ein schicker Anfang. Da ging es nicht rein. Wo ging es nochmal zur Höhle? Das war irgendwo hier, ne? Guck mal, das habe ich übrigens neu. Ich glaube, da waren wir schon. Aus Versehen waren wir da. Bin mir da jetzt aber nicht mehr sicher. Und jetzt zum allerersten Mal gehen wir so... Ne, warte mal. Wir waren eben schon ziemlich nah an der Aurora. Habt ihr gesehen? Wir brauchen keinen Bleisuit mehr. Oh, das ist so schön. Ich sag's euch gleich, wir kommen wahrscheinlich nicht mehr aus dieser Höhle raus, ne? Zumindest nicht ohne Hilfe. Weil diese schwachsinnigen Sprungtriebwerke, die taugen gar nichts. Die taugen wirklich nichts. Ist das schon die Höhle? Ja, perfekt. Schalalalalala. Abbremsen. Brems! So. Weißt du was? Wir können ja mal... Boah, das wäre so cool, wenn man jetzt hier hingehen könnte. Ja, sagen wir hier verlassen. Du nimmst jetzt das Reparaturwerkzeug und flickst die Dinger. Zum Beispiel hier, gehst jetzt dran. Warte. Gehst jetzt dran. Machst dekonstruieren, kriegst Titan. Machst hier auch dekonstruieren, kriegst Titan. Weißt du? So, dass du die ganzen Basen wieder komplett in Betrieb nehmen kannst. Boah, wäre das geil. Ich denke, das schreibe ich später mal als Feedback. Das wäre sowas von cool, wenn man die Basis wieder in Betrieb nehmen könnte. Was zum... Holy shit. Hey, Gold. Ba-bam, ba-bam. Und... Drill it, bitch. Guck mal, da links ist Magnetit. Ja, das dauert immer ein bisschen länger. Allerdings ist es auch sehr, sehr ergiebig. Pro große Quelle bekommen wir, glaube ich, mindestens 10 von der jeweiligen Sorte. Ich weiß auch nicht, ob es schneller geht, wenn man zwei Bohrarme nutzt. Darüber bin ich mir nicht ganz sicher. Aber naja, das finden wir bestimmt noch heraus. Nachdem ja unser Schiff jetzt abgeschossen wurde, verfickte Scheiße. Okay, machen wir das so. Das wird eh noch ein bisschen länger dauern. Ich gehe jetzt ein bisschen hier rum. Und wenn nichts Atemberaubendes passiert, wir haben eine E-Mail, dann beende ich die Folge erstmal für diesen Tag. Ihr müsst ja nicht die ganze Zeit zugucken, wie ich Gold oder Silber abbaue. Das wird ja auch langweilig. Es sei denn, es passiert irgendwas Cooles in der Umgebung. Und guck mal, das können wir auch. Warte. Zup. Das ist der Kleine. Ich mag unseren Krebs. Wie haben wir ihn genannt? Claw. Ich mag Claw. Klaus. Und ja, wie gesagt, das wird etwas zu langweilig, denke ich, wenn wir 10.000 Dinge abbauen, auch wenn es der Inhalt des Spiels ist eigentlich. Aber jetzt mit dem 900 Meter Prawn Suit können wir hier unten mal ein bisschen was erkunden, wenn wir wollen.
Weißt du, was wir theoretisch auch machen könnten? Wir könnten eine Basis hier unten bauen. Wäre das nicht geil? Weil jetzt, wo die Radioaktivität weg ist, ist das ja auch kein Ding mehr. Hier unten gibt es, glaube ich, nur kein Titan. Also wir müssten jedes Mal wieder hoch. Ja, ich weiß nicht. Also zu viele Basen sollte man vielleicht nicht haben. Beziehungsweise Außenposten. Wir haben ja nur eine Hauptbasis. Ah, naja, egal. Das überlegen wir uns spontan. Also wenn ihr wollt, dass wir unten eine Basis haben, beziehungsweise zumindest einen Scannerraum, der durch... Alter, diese creepy Sounds. Wir könnten einen Scannerraum machen, der durch ein Wärmekraftwerk beheizt wird. Nicht beheizt, geladen, genutzt, versorgt, was auch immer. Das könnten wir machen, ja. Also wenn ihr das wollt, dann Bescheid sagen. So. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir ein Dislike da, aber schreibt mir dazu einen Kommentar. Man lernt nur durch so etwas. Ich glaube, mein Frachtraum ist voll, ne? Na, fast. Guck mal, Notfallessen. Ach ja, ich wollte gerade sagen, wo haben wir das Magnetit denn her? Das haben wir ja gerade eingesammelt. So, ich gucke mich noch ein bisschen um. Wenn ich was Interessantes finde, mache ich die Aufnahme wieder an. Ansonsten, ich weiß noch nicht. Als nächstes, ich habe mir noch nicht direkt überlegt, was wir machen. Ich denke, wir bereiten uns langsam mal darauf vor, ja, weiter tiefer zu kommen, nicht? Weil das hier ist bis jetzt die tiefste Hülle, wo wir waren, außer mal eben ganz kurz im Lost River. Ich denke, wir machen uns langsam mal auf, den Lost River zu erobern, denn da unten gibt es deutlich mehr zu sehen als hier. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Valador Heres. Euer Wolf.